Still und verlassen steht es da, das sogenannte Polenzhaus am Senftenberger Steindamm. Errichtet wurde es 1937 zum 500. Sterbejahr von Hans von Polenz, des früheren Landvogts der Niederlausitz. Doch schon bald könnte wieder Leben einziehen am Eingang zu Schlosspark und Senftenberger Festung. So Senftenbergs Pressesprecher Andreas Gröbe. Es ist ein markantes Gebäude für die Stadt Senftenberg. Und gerade deshalb, weil es so markant ist, haben wir uns mit dieser Idee beschäftigt. Warum? Was ist der Hintergrund? Es ist einfach so, dass dieses Polenzhaus zum Verkauf steht. Das gehört ja dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Und der Tourismusverband ist mittlerweile ausgezogen. Der war ja vorher drin. Und wir wollen, bevor wir gemeinsam mit den Stadtverordneten darüber nachdenken, das Gebäude zu kaufen, einfach mal die Senftenbergerinnen und Senftenberger fragen, welche Ideen haben sie denn für eine sinnvolle Nutzung? Der Möglichkeiten gibt es sehr viele, die Räume geben, glaube ich, sehr viel her. Und weil das so ist, haben wir uns gesagt, bis 15. Januar sollen die Leute einfach mal ihre Vorschläge zu einer künftigen Nutzung dieses Gebäudes bei uns abgeben. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben ja jetzt schon so ein paar Tage, wo die ganze Geschichte läuft. Es haben viele Senftenberger mitgemacht, erstaunlicherweise, weil ja immer viele sagen, naja, Träge und Weihnachten, Silvester. Es haben viele mitgemacht und ich muss ehrlich sagen, da sind ein paar Ideen da. Dabei, die finde ich persönlich sogar sehr, sehr interessant. Gibt es irgendwelche Vorgaben, die Stadt macht? Nein, es gibt gar keine. Also man kann ganz kreativ sein. Wichtig ist nur, man muss es bis zum 15. Januar machen. Und man kann es auf zwei Wegen machen. Entweder man schickt eine Mail an die Pressestelle senftenberg.de oder man setzt sich hin, schreibt einen Brief und schickt den nach Senftenberg an den Markt 1 hier in der Kreisstadt. Und dann ist man mit dabei. Wir werden das dann zusammenfassen, werden das für die Stadtverordneten aufbereiten, werden mal so die unterschiedlichsten Ideen da zusammentragen und werden das dann, wenn die Stadtverordneten das gesehen haben, dann sicherlich auch mal in der Öffentlichkeit ein bisschen präsentieren, um einfach auch zu zeigen, wie kreativ die Senftenbergerinnen und Senftenberger sind. Also nach der Vorschlagsphase Mitspracherecht haben die Vorschlagenden dann nicht mehr? Die werden dann, wenn die Idee natürlich dann letztendlich diejenige ist, die ausgewählt ist, werden natürlich die Vorschlagenden dann mit einbezogen, keine Frage. Aber der Weg ist ja, bevor es gekauft wird, die Stadtverordneten müssen dem ja zustimmen. Es soll also auch eine Ideenfindung für die Stadtverordneten sein, damit sie mal sehen, welche Möglichkeiten gibt es denn für dieses Haus. Und dann, wenn die sagen, der Vorschlag sollte es sein, dann werden wir sicherlich mit dem Einbringer uns dann auch in Verbindung setzen. Kann auch eine Privatinitiative dort einziehen, eine private Firma zum Beispiel, oder ist es immer nur was Öffentliches, was geplant ist? Nein, also es gibt auch die Vorschläge gehen in die Richtung, die sind sehr unterschiedlich, private Nutzung, Vereinsnutzung, aber bis hin zur Firmennutzung, das kann ich verraten. Also die Palette ist da wirklich sehr vielgestaltig. Sie haben es mehrfach gesagt, die Stadtverordneten müssen vorher beschließen, aber gibt es in etwa einen Zeitplan, wo Sie sagen, dann könnte die neue Nutzung bekannt gegeben werden? Nee, den Zeitplan haben wir noch nicht. Es soll so schnell wie möglich passieren, weil das Haus ja wie gesagt zum Verkauf steht. Aber die Zeitschiene ist dann noch ein bisschen offen, weil wir haben Kommunalwahlen dieses Jahr. Da muss man mal schauen, ob man das noch vorher schafft oder ob man es dann mit den neuen Stadtverordneten macht. Abgeben können Sie Ihre Vorschläge und Ideen schriftlich im Senftenberger Rathaus oder per Mail an pressestelle@senftenberg.de.